Petra Kaltenstein wundert sich. Wo ist Frieda denn? Ach, da ist doch schließlich Frühstückszeit. Und wo sie ist, sind auch Thora und Emil nicht weit. Hier auf dem Lernhof für Kinder in Kassel. Die sind halt hier auch immer die Attraktion, ist ganz klar. Und wir machen auch viel mit den Kindern, Wanderungen hier. Wir haben ja hier hinter den Geilebach, das ist immer ganz schön. Da kann man immer gut mit den Eseln langwandern. Und bei der Pflege helfen die Kinder auch gerne. Also striegeln, Hufe kratzen, sauber machen. Das sind ja auch so Tätigkeiten, die dann auch immer gemacht werden müssen. Im toten Holz auf dem Hof ist auch Platz für die Insekten. Ein wichtiger Punkt hier. Denn das will Petra Kaltenstein den kleinen Besuchern unbedingt vermitteln, dass auch Schaben und Kellerasseln ihren wichtigen Platz in der Natur haben. Viele ekeln sich davor und schlagen immer alles tot, Spinnen zum Beispiel. Und den Kindern einfach nahezubringen, dass diese Tierchen einfach wichtig sind für den Garten, auch im Wald, das Laub wird zersetzt. Mit ihren Honigbienen haben sie sich jetzt bei der Umweltlotterie beworben. Noch mehr als bislang soll es um die Biene gehen. Schon jetzt können ihre Besuchergruppen ganz nah ran und viel über diese friedlichen Insekten lernen. Dass Bienen oder auch Wespen und so etwas nicht von vornherein eklig sind, sondern dass, wenn man sich mit ihnen ganz normal abgibt, sie auch nicht stechen. Nicht? Also hier, ich kann die Hand drauflegen, da passiert überhaupt nichts. Ich kann die mit der Hand hin und her schieben. Die sind gar nicht wild. Also was wir gerne machen würden, wäre, ich sag jetzt mal so, Bienenpflanzen mehr aufzupflanzen mit den Kindern und so einen kleinen Bienengarten vielleicht hier rum oder auch oben gibt es noch eine andere Fläche, die wir uns vorstellen können, wo wir Stauden, vielleicht auch einjährige Pflanzen mit den Kindern hier anbauen, damit Bienen ausreichend Nahrung haben, auch als Ort, wo man was beobachten kann. Apropos beobachten, das geht auch ziemlich gut in ihrem Kräutergarten, den Bienen und Hummeln sehr gern besuchen. Kitas und Grundschulen sind regelmäßig hier auf dem Lernhof, der vom Diakonischen Werk Kassel betrieben wird. Ach ja, diese Bewohner haben wir ja noch ganz vergessen vorzustellen. Entschuldigung natürlich, Hühner gehören auch dazu. Und so vielfältig wie die Tier- und Insektenwelt sind auch die Besucher. Das hier ist mal gebaut worden mit Flüchtlingen, allerdings Erwachsenen überwiegend. Einfach so, um deutlich zu machen, wo auch die Kinder herkamen. Und immer noch kommen. Die Esel haben sich mittlerweile in den Schatten verzogen. Vernünftig bei der Hitze. Hier auf dem Lernhof in Kassel.